in diesem Video. Schaue ich aus der Schiebetür, läuft etwas rund, werde ich beobachtet, steht einer rum, schneidet jemand schnell, ist eine Bierflasche im Bild und ist das Feuer aus. Schönen guten Morgen vom Gotthardpass. Das, was ihr rauschen hört, ist die Heizung. Und der hier redet, das bin ich. Ich befinde mich im Bad, mache mich mal fertig und dann gehe ich frühstücken. Alle Geschäfte erledigt. Jetzt gucken wir mal vor die Tür. Und wie schaut's heute aus? Die Sicht ein bisschen besser als gestern Abend. Jetzt nicht mehr. Huch. Alles ein bisschen nass, hat geregnet scheinbar. Wie kann das denn kommen? Regnet doch nie, wenn wir unterwegs sind. Die Vans sind auch noch hier. Die Avantis sind sicher auch schon wach. Das dauert immer hier, ehe man mal rein darf. Das ging schon schneller, oder? Habt ihr auch den Eindruck, dass das hier immer langsamer geht? Guten Morgen. Ich muss ja erstmal mir die Hände abtrocknen. Nee. Doch. Nein. Nicht wegen uns. Guten Morgen. Guten Morgen, der Herr. Sie sitzen wieder so im Dunkeln. Du siehst ein bisschen versoffen aus. Nein. Hast du dem Rum noch gut zugesprochen? Ja, Entschuldigung. Ja. Waren wir noch laut? Nee. Der Dirk hat innerhalb ein bisschen schlechtes Gewissen. Nein. Der Dirk hat innerhalb von Minuten geschlafen. Da war sie hier noch am Rumwühlen. Okay. Ich war so betrunken, ich habe irgendwie nichts mehr mit ihr gekriegt. Ja, scheiße, hä? Hier gibt's kein Frühstück. Aber wir haben noch zwei weitere Optionen. Ja, und zwei, die ja heute noch bis ans Meer wollen, machen sich dann jetzt wohl so langsam auf den Weg aus dem Nebel. Sehr schön sein gerade. Der große Abschiedshalbkreis hier, mal stehend und nicht sitzend. Ja. Die zwei hier links und rechts machen sie jetzt vom Acker, fahren dahin, wo es scheinbar schöner ist als hier. Kann ich mir zwar schier nicht vorstellen, Nebel ist doch toll. Aber ich wünsche den beiden, da wo sie hinfahren, eine tolle Zeit und Griechenland besuchen wir wahrscheinlich auch mal irgendwann. Jo, wenn du mal irgendwann Zeit findest. Ja, wird schwierig, ne? Ihr kennt das ja. Macht's gut, schönen Urlaub. Moment, da gehe ich jetzt wieder drüber. Hört eh keiner mehr zu, ne? Die sind eigentlich gedanklich schon weg. Du hast gesagt, schönen Urlaub. Unglaublich. Unglaublich. Steig jetzt ein und fahr ab, ja. Mann. Ciao zusammen. Tja, der Herr Avanti. Und die Frau Avanti hat noch hinten gedreht und jetzt fahren sie Richtung Italien und Griechenland, die zwei Bananen. Kommen einmal noch hier durchs Matschloch. Und über ihm seht ihr schon, da kommt die Sonne raus. Sobald die jetzt weg sind, haben wir hier schönes Wetter. Jetzt muss man hier noch um die Kurve zwirbeln, ohne sich der Auspuff abzufahren. Aber das wird er hinkriechen. Er ist ja hoch genug, der Bub. Ja, reicht. Fast. Ciao, macht's gut. Da fahren sie hin. Ich lasse sie ungern ziehen, aber ich weiß ja, sie kommen in 3 Wochen wieder. Da haben wir nochmal einen geilen Abend wahrscheinlich irgendwo auf dem Berg. Fahrt gut, ihr zwei, schönen Urlaub. Jo, und was machen wir jetzt? Haben Essen, ne? Irgendwo. Ja, Leute, nix mit Frühstück. Ich muss erstmal hier noch meine 14 Kilo Eco Flow Delta tragen. Denn jemand läuft hier mit Turban rum und braucht ein bisschen Strom. Haare föhnen in der Wildnis. Wie geht das? Es scheitert schon am Einstecken des Steckers. Wir schieben das jetzt mal auf den kaputten Finger. Jetzt geht's. So, dann wollen wir mal sehen, ob das geht. Wie viel Watt hat der Föhn? 2100. Oh, und die Powerflow kann eigentlich 1800 Dauerleistung. Dann machen wir an, ob das Ding jetzt explodiert. Wir gehen ein bisschen in Deckung. Es geht. Ja, natürlich geht das. Die Powerflow regelt nämlich runter. Ja, da fließen jetzt 920 Watt von der Batterie in den Föhn. Und wir sehen eine glückliche Bettina, wenn ich aus dem Bild bin. Ja, Leute, und so seht ihr, wie man besser nur parkt, wenn man weiß, was man tut. Denn, also, ist schon recht am Abhang, würde ich sagen. Aber jetzt kommt was viel Wichtigeres. Kaffee ist fertig! Kaffee ist fertig! Achtung, und mit? Oh, wir brauchen eine Tasse. Co-Pilot, Tasse! Wie die Seele. Oh, Kaffee, ist das geil. Aus der Theke. Aus der Theke in der guten Silvi-Tasse. Meine Haare sehen heute auch wieder hervorragend aus, das stelle ich gerade fest. Super. Wurscht, Dankeschön. Einen schönen Mann kann ich dir stellen.
Ja, und während ich hier Kaffee trinke, läuft da meine Batterie an mir vorbei. Ist alles ein bisschen komisch heute. Achtung! Danke! Da grinst aber einer wie der Co-Pilot. Ja, ja, super, total. Frisch gefüllt. Ja. Kauf das! Ich glaube, mehr muss man nicht sagen, oder? Wenn eine Frau das sagt, dann muss man das kaufen. Ich auch Föhnfrisur. Ohne Föhn. Aufgrund der Tatsache, dass das Wetter hier nicht unbedingt besser wird und die Sonne im Tal sehr nah ist, Andermatt, fahren wir jetzt mal zum Frühstück ins Tal. Schopf, wir haben alles dabei. Gut, die Avantis nicht mehr, die sind ja woanders hingefahren. Wir drehen jetzt mal und dann fahren wir runter ins Tal. Ab in die Sonne hoffentlich. Ihr seht, da hinten ist am Horizont blauer Himmel und dann suchen wir jetzt mal. Tja, und ich kann das schon nicht glauben, aber die haben hier zwei Stichsträßli einfach entfernt. Da seht ihr, die dicken Steine liegen auf dem noch angedeuteten Weg. Da oben stand ich auch mal, allerdings ohne Kamera. Den Weg gibt's jetzt nicht mehr. Schade, war toll da oben. Bisschen zurückversetzt hier von der doch ein bisschen lauten Straße heute Morgen. Die Autos hat man schon gehört. Kopfsteinpflaster halt und die rauschen hier auch immer ordentlich entlang. Aber ja, so ist halt. Plätze kommen, Plätze gehen, werden verboten, werden erlaubt, Schilder verschwinden. Es gibt halt Dinge, die passieren. Und so verlassen wir hier das Kopfsteinpflaster, begeben uns wieder auf Asphalt. Wir haben es runter geschafft von der Passstraße, sind jetzt gleich in Andermatt. Ihr seht, die Sonne scheint, 12 Grad. Wir werden uns jetzt hier irgendwo auf einen der großen Parkplätze stellen, frühstücken und dann weiterfahren. Wohin müssen wir noch mal diskutieren, denn je mehr wir am Alpenhauptkamm bleiben, desto mehr Wolken kriegen wir aus dem Tessin, denn da kommt das schlechte Wetter her und die ganzen Wolken, in denen wir gerade drin standen. Also müssen wir doch mal gucken, ob wir uns ein bisschen wegbewegen vom Alpenhauptkamm. Ich glaube, Friedrich ist immer noch nicht drüber hinweg, was in unserem Leben gerade so passiert. Der hat sich irgendwie abgelegt. Stellen wir uns mal dahin, wo keine Schranke ist. Simpler. Wir bleiben ja nicht ewig. Diese Schotter gibt uns heute. Windgeschützt, hoffe ich. Und jetzt parken wir mal. Ich würde mal sagen, angekommen in Andermatt. Danke für den Schotterparkplatz. Und jetzt gibt's Frühstück. Wir haben uns ein bisschen so hingestellt, dass man uns nicht das Essen vom Tisch gucken kann. Und jetzt bauen wir hier mal ein bisschen unser Essen auf, würde ich sagen. Denn so ein leichtes Hungergefühl habe ich jetzt schon. Und es geht auf irgendwie später zu. 11:30, 12. Manche sind schon am Wandern. Oder machen sich parat dafür. Wahnsinn. Frühstück, Produktion läuft auf Hochtouren. Die Schafsfelle sitzen auch schon am Frühstückstisch. Und bei den Nachbarn bellt's wieder rum. Gio, hast Hunger? Oh, genau. Party pur. Wir ziehen uns lieber wieder zurück. Ah, schade, jetzt habt ihr's verpasst. Arthur kann ja echt super Grills aufbauen und so, aber mit seinen eigenen Stühlen kommt er nicht so klar. Er hat jetzt gerade recht rumgewirkt. Es gibt ja noch zwei Große, aber ich baue ihn lieber mal hier auf. Naja, ich zeige lieber mal mein Essen. Das gibt's zu essen. Kennt ihr ja schon, nichts Neues. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich wäre jetzt abfahrbereit. Und ich bin es ja eigentlich gewohnt, dass ich immer der Letzte bin, ne, auf den gewartet wird, weil er wieder ewig braucht. Aber mal Achtung. Guckt mal, wer da noch arbeitet und abtrocknet und noch ewig braucht. Ja, wenn die Frau sich in den Finger schneidet, dann muss auch ich mal arbeiten. Mhm, hat die Frau clever gemacht, ne? Ausnahmsweise. Riesentrampolin. Jemand Wasser? Da schicken wir jetzt mal. So. Wird noch kurz Wasser ausgeschüttet. Wir stehen hier seit einer halben Stunde und warten, dass die fertig werden. Sie schon. Sie hat sich in den Finger geschnitten.
Können wir jetzt los? Ja. Ja. Wo fahren wir denn hin? Wo fahren wir jetzt hin? Stöckalb. Stöckalb, habe ich nichts mit zu tun, hat er rausgesucht. Wenn es nichts ist, schlagt ihn, nicht mich. Ja, ist okay. Los geht's. Aber mal was Neues. Genau, mal was Neues. Also, gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Das ist jetzt eine Stunde Fahrt. Wir fahren wieder runter ins Tal, Schöllenschlucht runter, dann in Richtung Luzern und irgendwann irgendwo geht's links. Und wir haben die Hoffnung, dass da schönes Wetter ist. War jetzt zwar hier auch schön, aber es wird jetzt hier immer wolkiger und 18 Grad Temperatur geht eigentlich. Aber ein bisschen was sehen wir heute auch noch. Willkommen im Kanton Obwalden. Da waren wir noch nicht häufig. Melchseefrutt fahren wir von der Autobahn. Sind es noch 15 Kilometer, 20 Minuten in den Berg rein. Oder ja, auf den Berg Nuff. Und mal ganz ernsthaft, Neuland. Ich war hier noch nie. Bin zwar hier die Autobahn schon gefahren, Richtung Interlaken, aber hier Richtung Melchseefrutt war ich noch nie, auch noch nie zum Skifahren, Snowboarden. Absolutes Neuland für uns alle. Bin gespannt. Wir fahren jetzt hier gerade durch Cairns bei 22 Grad und super Wetter. Es geht hier auf gut ausgebauter Straße in Links-Rechts-Kombination hinter ins Tal Richtung Stöckalb. Rechts noch eine alte Holzbrücke und jetzt Bergnuff. Hier fahren wir jetzt gerade durch Melchtal durch und nachdem wir das Dorf verlassen, wird die Straße auch deutlich unebener und auch schmaler. Der Mittelstreifen fehlt und sieht auf jeden Fall mal ganz nett aus hier. Huch, kommt hier eine Schrankenanlage. Was ist das denn jetzt? Das ist ja komisch. Ordentliches Skigebiet hier. Viele Parkplätze. Ich hoffe, Arthur hat einen Plan. Ich habe natürlich absolut null Plan. Links geradeaus ist Sackgass. Das ist ein riesen Parkplatz. Dahinter steht ein Camper rechts. Im Wald. Sind wir jetzt hier, oder? Ich glaube, wir sind angekommen. Angekommen bei strahlendem Sonnenschein. Stehen wir uns hier ein bisschen planlos rum. Wir wussten erst nicht wohin, haben es aber rausgefunden dank Park for Night, denn da ist der Platz auch drauf. Wir müssen da in den Wald, aber es ist ein Schattenparkplatz und da kommen die Wohnmobile hin. Aber eigentlich ist es hier viel schöner und solange wir hier noch ein bisschen Sonne haben, bleiben wir jetzt mal hier noch stehen und dann fahren wir nachher auf den offiziellen Platz. Denn hier ist ja noch Platz genug, da können wir noch ein bisschen in der Sonne abhängen und genießen. Ein Happen Essen vielleicht noch oder so. Unser Scout ist zurück, der hat mal geguckt, wie das hier so geht. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also der offizielle Platz ist, glaube ich, da oben, aber das kostet scheinbar nichts. Und das ist normalerweise der Parkplatz, der nur im Winter was kostet und im Sommer gratis ist. Also aktuell ist er gratis. Ich sage, kann man einfach hier stehen und dann später können wir vielleicht schauen, wenn es eh dunkel wird und Nacht wird, fahren wir vielleicht einfach runter auf den einen. Wir zeigen mal gebremstes Campingverhalten. Aber das Essen darf natürlich nicht zu kurz kommen, ne? Sowas muss jetzt schon sein. Danke, Arthur und Bettina. Ja, Lammstrumpf. Hat eine Buttenmarmelade. Mhm. Ja, geht's mal. Uns geht's gut halt. Ja, was ist? Da ist der Bruder. Da. So, die zwei Wollknäule vor der Tür. Und der eine ist ein bisschen, weiß auch nicht, und der andere nervös. Beides. Ja, schwer zu sagen. Ja, komm. Hier. Du bist nicht. Ja. Verrückte Viecher. Ja. Fliegenprobleme. Wie viele hast du schon erwischt? Fünf. Ja, also wir haben auch ein paar tatsächlich.
Und wieder der Arsch ins Bild. Das kann ich gut, hä? Ja, ja, kratzen hilft auch. Super. Du bist doch schon ein richtiger Fotostar. Ja, so verhält er sich. Fest gewurzelt. Die Sonne ist weg. Es ist blöd hier. Wir fahren wieder. Nein, natürlich fahren wir nicht ab. Wir fahren nur dahin, wo wir eigentlich hingehören, auf den Platz, der bei Park von Night steht. Da ist immer geschützt. Da können wir heute Abend auch noch ein bisschen feuern und ja, Gottverdammt nochmal. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie um die Kurve kommen. Ohne irgendwo anzudotzen. So, das ist hier nämlich dann der eigentliche Platz, wo man sich hinstellen darf, kann, will. Und sagen wir, gehen da hinten irgendwo ins Eck. Da sieht uns keiner. Mal schön mit Trittstufe zu fahren. Ja, kaum angekommen hier auf unserem lauschigen Platz, gehen die Hecktüren auf. Und was kommt raus? Nein, das ist Bernd. Der kam auch nicht aus der Hecktür, sondern aus der Schiebetür. Was kommt aus der Hecktür? Ihr seht's, aus der Hecktür kommt erstmal der große Tisch. Wichtig. Heute wird wieder gut gegessen und gegrillt und gefeuert, vermutlich. Steht alles bereit. Der Abend kann losgehen. Fragt ihr euch auch, wo Arthur wohl ist? Ich kann's euch sagen. Das ist jetzt wieder kurz auf Zeitlupe gestellt. Der Bub schneidet Zwiebeln. Oh, und sieht sehr unprofessionell aus, was ich da mache. Schaut mal, wie schnell das geht. Und der Finger ist ab. Ja, Finger ab kann jemand anders hier, ne? Seht ihr das Weiße? Also jetzt nicht den weißen Hund, sondern diesen komischen weißen Finger. Genau, das kommt davon, wenn man scharfe Messer verwendet. Das Schweizer scharfe Messer. Und guck mal, jetzt können wir wieder auf normale Geschwindigkeit stellen. Hier wird schneller geschnitten. Das ist alles schon fertig. Wir kommen eigentlich praktisch zu spät. Bisschen geübter als Arthur. Ja, scheint mir auch so. Und gesünder. Komm, trau dich. Hier gibt's Käse. Einer wird aus der Küche geschmissen und muss jetzt draußen arbeiten. Wir sagen keine Namen. Und die Arbeitsmoral lässt zu wünschen übrig. Der trinkt schon wieder Bier beim Schaf, oder? Alter Falter. Sag das nicht meiner Frau. Und falls ihr euch fragt, was ich so mache, das gleiche wie er. Nix. Aber das mit dem Käsereiben geht deutlich schneller als das Zwiebelschneiden, müssen wir jetzt mal hier lobend festhalten. So, und jetzt spielen wir das mal schnell ab. Dann seht ihr mal, wie Arthur schnell arbeiten kann. Der Wahnsinn. Er hat auch extra seinen tollen Tisch rausgenommen. Ja, das ist super. Das ist genauso gut wie die Reibe. Während hier einer über seinen Grill flucht, weil er irgendwie vergessen hat, ja, lassen wir das. Ja, Feuer brennt, ne? Geil gemacht. Kai, wir sind stolz auf dich. Ich habe auch was beigetragen. Jetzt wird es hier endlich warm, während der andere seine gefundene Gasdose montierte. Es geht vorwärts. Die Steaks liegen auf dem Scotty und die Würstli ausgelagert neben dem Highfire-Feuer. Das Feuer brennt irgendwie wie die Hölle gerade. Und so langsam geht es hier vorwärts mit Futter. Guckt mal, ein gesunder Omnia. Und das Risotto ist auch fertig. Mit, was ist da drin? Pilze? Oder? Pilze. Bernd, sieht es an der Steakfront aus? 2 Minuten sind wir einsatzbereit. Ja, super. Scotty läuft. Und die Würst? Komm da. Gut. Hoffen wir. Also die ersten 3 Steaks werden fertig. Ihr solltet das Risotto testen können. Man schmeckt die mit Liebe geschnittenen Zwiebeln, den toll geriebenen Käse
Und jetzt schwebt hier noch Essen ein, in Form von einem Steak. Ich halte es mal fest. Ja, heute waren wieder Top-Köche an Bord und dabei, denn auch das Gemüse ist nicht nur gesund. Und schmeckt auch und ist im Omnia super geworden. Mmh. Wir hauen jetzt mal rein hier. Arthur, bist du zufrieden? Mit deinem Holz. Mmh. Wir haben jetzt mittlerweile den ganzen Kleiderschrank verheizt. Nur das gute Zeug. Aber nur das Ungeklebte. Mmh. Ansonsten ist es hier echt warm jetzt. Wir sitzen hier sehr entspannt. Trinken auch fast keinen Alkohol heute. Ja, gut. Wir hatten schon Eierlikör. Und sonst aber fast nichts. So irgendwie. Ja. Ja, Kai. Sprich zu uns, Arthur. Du musst deinen Zauberspruch. Expect. Patronum. Ja, wie gesagt, wir sind komplett nüchtern. Im Vergleich zu gestern auf jeden Fall. So, wir haben es geschafft. 23 Uhr. Wir dürfen ins Bett. Endlich. Wir mussten noch ein Bier trinken. Und jetzt ist das Holz nicht alle, aber das Feuer bald Ende. Die einzige, die hier noch hell leuchtet, war Bettina. Die Bar wird geschlossen. Wir gehen pennen. Tja, zack, alle weg. Wir sitzen hier alleine. Das Feuer ist aus. Das ging jetzt irgendwie flott. Und warum sitzt unser Eins hier noch? Bin zu faul aufzustehen. Sitzen wir halt noch hier. Ihr könnt ja schon mal reingehen, wenn ihr wollt. Aber es ist eigentlich nicht kalt. Jo, über uns die Sterne. Leicht angedeutet, gefilmt mit ISO 40.000. Man da noch was sieht, keine Ahnung, aber es ist sternenklar. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich geh pennen. Der Rest der Bande liegt schon und ich lege mich jetzt daneben. Wir sagen ciao zusammen und sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. One sweet look, you gave me your number that night in September. I was cold and all frozen, your arms wrapped around me, I know you remember. Yeah, I love you so down to nothing. It's been weeks now without talking. It is time you give me something, cause I've given. Give him my, give him.